Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zur ersten Ausgabe vom WOC Daily, unserem WM-Hintergrundmagazin hier aus Riga in Lettland. Ja, was für ein Auftakt an die Weltmeisterschaft in diesem Jahr. Und zwar hat es nebst der Bronzemedaille im Sprint von der Judith Wieder eine Gulden gegeben von Daniel Hubmann und eine Bronze, die erste WM-Medaille überhaupt für Andreas Kiburz. Also die WM, die ist so richtig lanciert. Und entsprechend starten wir jetzt so mit den Damen. Und bevor wir uns die schönsten Bilder anschauen, wollen wir hören, was Bronzemedaillengewinnerin Judith Wieder zu ihrem Lauf meint. Judith Wieder, herzliche Gratulation zur Bronzemedaille hier zum WM-Auftakt in Riga. Wie zufrieden seid ihr? Danke, also natürlich mit einer Medaille können da starten in die Weltmeisterschaft ist super und ich bin extrem happy. Gibt es Sequenzen, wo ihr sogar noch einer Goldigen oder einer Silbrigen nachtrauert oder seht, da wäre sogar mehr drin gelegen? Ja, also heute war es sicher so, dass es ein sehr toughes und enges Rennen war. Ich habe das Gefühl, am Schluss habe ich wirklich ein paar Fehler gemacht. Mir hat so zweimal noch am Boden geschossen, also ich bin ausgerutscht und umgeflogen. Aber ich glaube, sie darf wirklich stolz sein und zufrieden sein mit dieser Bronzemedaille und muss da gar nichts nachtrauern. Wie war es, dieser Sprint hier in einer Stadt wie Riga, die so viele Touristen hat, die wunderschön ist, enge Gassen? Wie war es, hier ein Sprintfinal zu laufen? Es ist natürlich etwas ganz Spezielles. Nach Venedig, wo ich meine erste Goldmedaille gewinnen durfte, jetzt hier zu Riga noch starten durfte. Es sind Grossstädte, die spannend, wunderschön sind und historisch wirklich sehr spannend sind. Es hat mir heute doch ein bisschen zu viele Leute gehabt. Also, wir mussten sehr viel müssen, um Touristen herumkurven. Es war noch eine extra Schwierigkeit für uns OL-Läufer. Aber ich glaube, es ist wirklich richtig ein cooler Tag und ich freue mich jetzt auf die kommende Woche. Ja, und dort steht unter anderem die Sprintstaffel an. Was nehmt ihr jetzt für Learnings mit nach dem heutigen Sprint? Ja, ich glaube, also es liegt alles drin morgen. Also ich meine, mit der Elena auf dem Podest oder beziehungsweise aufs Vierte. Also wir haben Top-Resultat gebracht bis jetzt und die Jungs, die sind hungrig, die sind hier zuschauen und sie sind jetzt schon Beine hochlagern. Und ja, es wird ganz ein toughes Rennen, ein enges Rennen, glaube ich. Und wir sind bereit und freuen uns jetzt auf den nächsten Entscheid. Merci vielmals und viel Erfolg, Judith Wieder. Ja, viel zu jubeln hat es auch bei den Herren gegeben und der Daniel Hubmann ist schon wieder Weltmeister geworden, das nach letztem Jahr in Tartu, wo er auch die Goldmedaille hat geholt, seine achte nach einem schlicht souveränen Lauf und das hat der neue Packnik Weltmeister dazu gesagt. Daniel Hubmann, herzliche Gratulation zu der achten Goldmedaille. Was geht vor in eurem Kopf? Ja, es ist unglaublich, jetzt eben die Serie nach letztem Jahr und EM Gold jetzt da wieder zu gewinnen, das bedeutet mir viel im Sprint, wo es eben um Sekunden geht, wo man schnell entscheiden muss, wo man eigentlich immer muss, ja, das Risiko suchen und voll am Limit laufen, dass es jetzt gerade so manchmal hintereinander aufgeht, ist irgendwie fast ein bisschen unglaublich für mich. Ja, und es war ein sehr anspruchsvoller Sprint auf rutschigem Gelände mit vielen Touristen. Wenn ihr es jetzt vergleicht mit dem Final von den letzten Jahren, wo würdet ihr das einordnen? Ja, es war sicher ein spannender Sprint. Es ist eben total flach und ich wusste, dass 2D orientieren, das liegt mir. Das habe ich schon ein paar Mal gemerkt. Und ja, dass ich da auch gleich die, die schnellere 5000er Zeit haben, die kann ich da gleich schlagen, weil ich ja, irgendwie mehr am Limit laufen kann und das Timing mit dem Kartenlesen gut stimmt. Ja, und die WM ist lanciert. Noch 4 Einsätze von euch insgesamt, 3 Folgen noch. Auf was kann man sich noch freuen hier in Lettland? Ja, ich hoffe natürlich, dass ich den Erfolg anschliessen kann. Die letzten 2 Meisterschaften war auch der erste Wettkampf der Höhepunkt. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht der einzige Höhepunkt bleibt.
Ebenfalls riesengroß ist die Freude, verständlicherweise beim Andreas Kiburz, der seine erste WM-Medaille geholt hat, nachdem er doch das komplette letzte Jahr verletzungsbedingt hat verpasst und dann an der Heim-WM in diesem Frühling sich beim ersten Einsatz auch wieder verletzt hat. Also jetzt ein riesen Comeback von ihm und entsprechend gross, eben, wie gesagt, natürlich auch die Freude bei ihm. Andreas Kiburz, herzliche Gratulation zur ersten WM-Medaille. Was geht momentan in eurem Kopf vor? Ja, es ist einfach grossartig. Hätte ich nie gedacht. Es war der perfekte Lauf für mich heute. Es war ein bisschen speziell, die Verhältnisse. Eben so Kopfsteinpflaster gehabt, hier, viele Touristen. Es hat geregnet, als ich gestartet bin. Es hat mich gerade mal auf den Sack gehauen am Anfang. Aber ich konnte ruhig bleiben. Ich konnte mein Ding machen und eine saubere Route wählen. Und das ist mir gelungen. Und dann im Ziel habe ich nicht gewusst, wie gut ich bin. Es hat einen Stromausfall gegeben. Aber nachher habe ich gehört, ich bin gut drinnen. Und dann ein nach dem anderen war hinter mir. Und grossartig, einfach, dass es gelangt hat. Yeah. Ja, die sprechen zwar das Emotionale. Bis zum letzten Läufer musste warten, bis es klar ist, dass er der Viert-Fünft geworden. Was bedeutet euch noch gerade der Spannungsbogen, der ja auch noch aus einer Verletzung kam? Ja, weißt du, als ich im Ziel war, war ich nachher nervös wie vor dem Start, denke ich. Eben nachher habe ich gesehen, dass es Huren eng wird am Schluss und dann irgendwie 6 Zehntel nach vorne. Ja, das bedeutet mir wirklich viel. Eben, gerade wenn ich halt letztes Jahr immer verletzt war, dieses Jahr oder eher, habe ich mich im ersten Einsatz verletzt. Und es war nicht leicht in letzter Zeit, aber jetzt das ist umso grösser. Ja, und jetzt auf einen Punkt parat, euer einziges Rennen. Ihr seid noch Ersatzläufer, aber ich denke, jetzt für den Rest der WM-Woche könnt ihr auch ein bisschen feiern, oder? Genau, also da könnt feiere ich sicher mal so richtig und dann haben wir ein bisschen seriös tun und dann haben wir am Schluss immer noch das Bankett und das geht traditionellerweise auch ziemlich gut ab dort, von dem her, ja, da wird noch cool die Woche, ja. Freue mich natürlich auch zum Zuschauen jetzt noch und die anderen zu unterstützen. Hoffentlich gibt es noch die eine oder andere Medaille, wäre natürlich cool. Merci vielmals, Andreas. Ja, das Bankett ist zum Glück erst in einer knappen Woche und bis dann gibt es doch hoffentlich wiederum viel zu jubeln nach dem heutigen perfekten Auftakt mit 3 Medaillen. Sehen wir uns morgen wieder, wenn der Sprint-Relay auf dem Programm steht. Bis dann.